Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit der Kotelettstanze. Ich habe hier heute mal was Besonderes vor. Und zwar laufe ich erstmal von Viridisburg zurück nach Hause. Und dann werde ich euch mal zeigen, was ich hier gestern in einer stundenlangen Kleinarbeit mit dem Schützengel zusammen auf die Beine gestellt habe. Ich kann euch sagen, ein Projekt einer Größe, wie ihr es bisher noch nicht gesehen habt, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, haben wir so ungefähr ja in Summe 10 Stunden dran gebaut. Also zu zweit halt ungefähr 5 Stunden. Und ja, hat uns sehr viel Mühe gekostet, aber hat sich auch gelohnt. So, dazu muss ich jetzt erstmal hier über diesen Berg klettern. Oh Gott. Habe ich mir wieder die beste Stelle für ausgesucht, natürlich. Komm, lass mich weg hier. Müll. Das sieht doch ganz gut aus. Den Creeper, den lassen wir da einfach mal stehen, wo er ist. Ich zeig mal kurz in meinem Inventar. Ich bin auch 3 Stunden aufs Meer rausgefahren und habe 128 Kakteen gesammelt. Auf einer Wüsteninsel, die war unglaublich weit weg. So, da hinten geht's nach Hause. Hätte ich eben wahrscheinlich auch irgendwie einen geschickteren Weg nehmen können, aber ich verlaufe mich irgendwie jedes Mal. Boah! Ahem. Ach, wie schön, das Boot in der Ferne. Unsere kleine Farm. Und ich breche mir hier einen ab, um über diese Wasserfläche nach Hause zu kommen. Dieser schäbende Stein da oben, der stört mich übrigens auch noch. Den werde ich irgendwann mal entfernen. So, wir müssen auf die andere Seite von unserer kleinen Anlage hier. Hier habe ich gestern Steine gesammelt. Da werde ich auch noch sehr viel mehr sammeln. Werdet ihr aber alles später sehen, sage ich gleich mehr zu. So, hier oben habe ich eine kleine Monsterfarm gebaut. Die funktioniert aber leider nicht. Die werde ich wieder abreißen. Und zwar spawnen hier einfach noch zu viele Gegner in der Umgebung. Ich zeige euch ganz kurz mal, wie das aussah. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass die Mobs hier drin spawnen, weil es dunkel ist, dann hier runtergetrieben werden und einmal da unten angekommen, kann man sich dann hier hinstellen und die einfach abmetzeln. Muss man halt noch ein bisschen selber Hand anlegen, um die kaputt zu machen. Hat aber wie gesagt nicht funktioniert. So, dann zeige ich euch jetzt mal Modell B von dem Ganzen. Hier vorne ist unser unscheinbarer Eingang. Gehen wir gleich rein. Ich zeige euch erstmal das, was am meisten Arbeit gemacht hat. Diese Insel da hinten, die ist künstlich. Wir haben hier den halben Strand abgetragen. Hier wächst schon langsam das Grün rüber. Und haben hier hinten eine ganz normale Monsterbox gebaut, sprich einen quadratischen Raum mit 4 Wasserzuläufen, die sich so in der Mitte treffen. Und an der Stelle ist dann ein Loch, ungefähr da, so hier so, wo die Monster ganz tief runterfallen. So, dann, als wir damit fertig waren, haben wir das Ganze einmal umrandet mit Erde, haben das mit Sand aufgeschüttet und obendrauf so ein bisschen Erde noch gepackt und bepflanzt, dass das dann später, wenn wir das alles hier, also wenn das Gras rübergewachsen ist, dann reißen wir hier die restlichen Sachen ab und dann sieht das halt aus, als wäre hier eine Insel im Meer. Das ist zumindest der Plan. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Eingang, an dem wir gerade schon vorbeigegangen sind. Aber erstmal werde ich ein schönes Steak mümmeln. Einmal. Zweimal, so. Beeilen wir uns mal, dass der Creeper uns hier nicht irgendwie auf den Senkel geht. Und betreten mal die gute Stube.
Hier auch alles schon mit Treppen ausgekleidet, Deck ist noch nicht fertig. Wir wollen aber hier auch noch eine Schienenbahn von unten bis zu unserem Dorf legen. Das wird auch nochmal ein Akt. So, ihr könnt euch vorstellen, wie lange das gedauert hat, sich hier durchzugraben. Ohne Sheet-Modus und so weiter. Hier tropft auch so ein bisschen Lava von der Decke. Muss man halt ein bisschen aufpassen, wohin man sich bewegt. Da. Ich habe übrigens gerade die Shader aus. Kann ich mal wieder anmachen. Hatte ich vorhin aus Performance-Gründen mal ausgemacht. So sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. So, und hier befinden wir uns unter der künstlichen Insel. Hier kann man sehen, hier ist der Schacht, wo die runterkommen. Die klatschen dann hier auf und sterben einfach. Problem ist, der Schacht ist nicht tief genug, damit auch die Hexen sterben. Deswegen hier die Klappe, da kann man denen hier so die Beine wegschlagen, wenn sie kommen. Ja, und ihr habt gerade gesehen, da ist ein Zombie eingeschlagen und die Items, die werden hier einfach in dieser Kiste hier gesammelt. Das Ganze haben wir noch ein bisschen, ja, ausgebaut hier, ne? Da kann man halt warten, während die Items sich hier aufsammeln. Hier so eine kleine Werkstatt, hier haben wir einen Eisengolem hingepackt. Mit seinem Freund, der kleinen lustigen Kürbislaterne. Ja. Gut, hier kann man noch irgendwo noch nach oben gehen und beobachten, wie die Monster hier immer vorbei nach unten fallen. Und hier kommt man auch nach Hause, aber das ist halt nicht ganz so schön. Hier ist gerade wieder einer eingeschlagen. Das Ganze ist übrigens umgeben, wie hätte es anders sein können, von einer riesigen Höhle. Kann ich euch mal eben zeigen, wenn wir hier an einer... ich wollte gerade sagen, x-beliebigen Stelle die Wand einhauen, aber ganz so ist es auch nicht. Wo hatten wir das denn? Mal kurz überlegen, ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Keine Wände zerstören, große Schlucht nebenan. Also wenn man sich hier irgendwie durchgräbt, dann trifft man sehr schnell auf... Genau. Auf ein Höhlensystem. Ja, wenn wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, hier war das. Also da ist wieder so eine riesige Schlucht. Die haben wir natürlich komplett ausgeleuchtet, damit da unten auch nichts spawnen kann. Also komplett nicht, aber halt hier in der Umgebung. Ich mache das direkt mal wieder zu. So, das befindet sich also hier quasi in unserer Nachbarschaft. Und was ich jetzt vorhabe, daher überhaupt dieses ganze Ankündigungsvideo hier, ich werde jetzt in einer noch frickeligeren Kleinarbeit eine weitere Monsterfalle bauen. Und damit das nicht so ewig dauert, werde ich das einfach kommentarlos aufnehmen und werde das dann im Zeitraffer quasi zeigen, wie nach und nach diese Monsterfalle entstanden ist. Und wenn das fertig ist, werde ich euch das Ganze einfach vorführen. Also in diesem Sinne, wundert euch nicht, da ist schon wieder ein Skelett eingeschlagen, wundert euch nicht, wenn es gleich etwas schneller weitergeht und ich anfange an einer riesigen Baustelle rumzudoktern. Viel Spaß beim Zusehen, wünscht euch eure Kotelettstanze.
Thank you.
So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Wie ihr sehen konntet, habe ich jede Menge Steine zerschlagen, habe mich tief in die Erde gebuddelt. Ich hatte anfänglich von dem Video angefangen, auch noch ein bisschen Steine zu sammeln an dem anderen Spot da hinten, weil ich dachte, ich baue das Ganze in die Höhe. Aber dann habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze doch unterirdisch zu bauen. Ja, hier hinter der Wand ist so eine viergeteilte Kammer, wie ihr gesehen habt, also mit eine dreigeteilte mit drei Zuläufen, darunter nochmal eine, kann man bei Zeiten noch ausbauen. Und ich habe das Ganze eben gerade schon mal ausprobiert. Wenn man jetzt hier nach unten geht, da fallen die Zombies ja. Achso, ich zeige das mal von der Seite hier. Also hier würden theoretisch, ich sage jetzt schon mal theoretisch, die Items ankommen. Und die Mobs, die würden durch das Wasser von oben einmal hier durchfallen, würden hier unten drin landen, würden sich hier oben den Kopf weg verbrennen sozusagen. Und die Items, die fallen dann hier runter, fließen dann hier durch diesen kleinen Kanal und können dann hier eingesammelt werden. Problem ist, momentan scheinen in den Kammern oben offenbar keine Mobs zu spawnen. Warum das so ist, kann ich leider gerade nicht sagen. Da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, werde mir das Ganze nochmal angucken, indem ich mich da reingrabe. Vielleicht habe ich irgendeinen blöden Fehler gemacht, irgendwas falsch abgezählt oder so. Eigentlich hätte das funktionieren sollen. Zwischenzeitlich, als ich hier am Bauen war, hat es auch schon mal funktioniert. Da, also die Fackeln oben sind schon weg, da kam hier mal ein Skelett runter und ein Zombie. Und die Teile kamen auch tatsächlich hier angeschwommen und ich konnte die einsammeln. Jetzt im Augenblick scheint das leider nicht mehr zu klappen. Möglicherweise hätte ich ein bisschen weiter runter gehen müssen. Es kann sein, dass die Lava noch zu sehr scheint hier oben. Tja, wenn dem so ist, muss ich das Ganze noch tiefer setzen. Wird natürlich ein ordentliches Stück Arbeit, aber sobald das Ganze funktioniert, werde ich euch natürlich wieder dazu holen und euch das Ganze vorstellen. Ich denke mal, dass der Schacht hier noch ein bisschen tiefer sein muss, dass die Zombies möglicherweise tiefer fallen. Ich denke nämlich mal, die brauchen mehr Schwung, um hier durch die Lava zu kommen. Und im Augenblick haben sie nicht die Geschwindigkeit, werden vielleicht hier einschlagen und dann hier verbrennen und deswegen kommt unten nichts an. Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken, wenn es soweit ist. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schade ein bisschen natürlich, dass es jetzt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze noch ein bisschen weiter treiben hier. Und sobald ich rausgefunden habe, warum das nicht geht und uns die Teile hier unten angespült kommen, wenn ich das umgebaut habe, dann zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Also, bis zum nächsten Mal, eure Kotelettstanze.